Liebe Zuschauer von DSTV, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Sendung und ich möchte mich gern mit dem Chefredakteur der Deutschen Stimme, Peter Schreiber, über die Juli-Ausgabe der Deutschen Stimme unterhalten. Als Titelthema haben wir hier noch den G7-Gipfel. Ja. Man hat ja als Bürger dieses Landes sowieso immer mehr den Eindruck, dass es eigentlich gar nicht mehr noch um demokratisch legitimierte Prozesse geht, sondern dass im Grunde genommen so eine Art neue Aristokratie letzten Endes Politik betreibt, dass nur so ein paar ausgewählte Staatenlenker sich sozusagen treffen. Dieser Eindruck verfestigt sich ja auch beim G7-Gipfel und dass natürlich immer wieder versucht wird, nicht nur hier bei diesen G7-Gipfeln, sondern auch mit anderen völkerrechtlichen Verträgen wie TTIP oder TISA oder CETA, Deutschland unwiderruflich als Juniorpartner an die Vereinigten Staaten festzuschweißen. Wie würden Sie diesen G7-Gipfel bzw. diese allgemeine Tendenz der Transatlantisierung der Politik bewerten? Ja, also wir haben das ganz bewusst in der Juli-Ausgabe der Deutschen Stimme thematisiert. Ich kann es ja mal zeigen. Das ist also unsere Titelseite, quasi von zwei Seiten angesprochen. Einmal unter dem Titel Russland wieder an den Tisch. Damit gehen wir eben darauf ein, dass der frühere G8 quasi abgeschafft wurde, indem man Russland dann eben dementsprechend ausgeladen hat. Alles natürlich in Verbindung mit dieser Sanktionspolitik jetzt auch gegenüber Russland. Und dann zum anderen thematisieren wir allgemein den, wie es heißt hier, Wanderzirkus G7, den wir als Relikt des Kalten Krieges charakterisieren. Und es ist also in der Tat natürlich so, dass hier im Grunde genommen versucht wird, tatsächlich, indem man einengend quasi auf die NATO, auf die wichtigsten Staaten der NATO und der EU und, wie du schon sagtest, festgezurrt durch bestimmte Abkommen wie TTIP, TISA, CETA und so weiter, einen exklusiven Club eigentlich zu schaffen von Staaten, die eine ganz bestimmte Wirtschaftspolitik auch betreiben oder vielmehr sogar auch noch Finanzpolitik betreiben und das alles im Grunde genommen ohne demokratische Legitimation. Die Interessen der Menschen und Völker spielen da also keine große Rolle. Und frappierend ist es ja für mich eigentlich auch, dass es im Grunde genommen ja dumm und ahistorisch und unvernünftig ist, dass man jetzt Russland da letzten Endes von diesen früher G8-Gipfeln jetzt ausgeschlossen hat, denn wir alle wissen ja ganz genau, dass keines der drängenden außenpolitischen Probleme gelöst werden wird, wenn man nicht Putin am Tisch hat. Also es wird weder eine Lösung im syrischen Bürgerkrieg geben, es wird weder eine Lösung im Ukraine-Konflikt geben und wir wissen ja auch, dass es nur deswegen eine Lösung bei den Atomgespräche mit dem Iran gab, weil sich dort eben Russland vermittelt eingeschaltet hat. Und insofern ist es natürlich ausgesprochen dumm, dass man jetzt die Tür vor Russland zuschlägt, um dann im Grunde genommen die Probleme untereinander zu besprechen, die man sich ja vorher selbst gemacht hat. Genau, also richtig. Also im Grunde genommen sind ja die Staats- und Regierungschefs, die sich da getroffen haben, Anfang Juni sind ja genau diejenigen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, für die vielen Probleme, die wir weltweit eben haben. Und genau die hier macht man im Grunde den Bock zum Gärtner. Und eine alternative Sichtweise auf die Politik ist da ja im Grunde genommen von vornherein ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, Russland reagiert natürlich jetzt verständlicherweise auch auf diese Ausgrenzung. Putin hat ja dann schon erklärt, dass er also mit den ehemaligen, dass also keinen Wert mehr drauflegt, mit den ehemaligen Partnern der G7, also mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten. Er sagt, bilaterale Gespräche sind nach wie vor möglich, aber mit der Organisation als solcher wird er nicht mehr zusammenarbeiten. Stattdessen geht dann die Orientierung in Richtung China beispielsweise oder in Richtung der aufstrebenden BRICS-Staaten. Und da haben wir ja einen weiteren interessanten Beitrag genau, in dieser Ausgabe der Deutschen Stimme.
die man im Grunde genommen als, wo man sagen kann, diesmal haben wir eigentlich Schwerpunkt Geopolitik. Ja. Ja, da spielt jetzt eine Rolle das Verhältnis von China und Russland. Mit dem Artikel genau. Hast du dich auch ein bisschen auseinandergesetzt. Genau, vielleicht also wenn ich da mal also auch einhaken darf, ja. Also ich habe das ja, diese vierteilige Serie von Thorsten Thomsen, der ja ein ausgezeichneter China-Kenner ist, ja. Habe ich also mit Begeisterung verschlungen. Weil ich also ohnehin der Auffassung bin, dass wir uns hier in Deutschland und Europa viel mehr mit China beschäftigen müssen. Und dass das vielleicht auch ein bisschen zu wenig geschieht, dass wir vielleicht sogar ein bisschen zu eindimensional den Blick nun auf Moskau und Russland richten, ja. Auch wenn das sicherlich trotzdem auch eine sehr wichtige Region bzw. ein sehr wichtiges Land für uns ist. Aber ich denke schon, dass das 21. Jahrhundert sehr stark von China bestimmt sein wird. Und ich glaube auch, dass wir dort eben tatsächlich eine alternative Wirtschaftsordnung sehen. Also dass wir im Grunde genommen sozusagen diese Systemalternative, dass es die jetzt auch immer noch gibt, sozusagen wie im Kalten Krieg, aber dass eben China der Träger einer Systemalternative ist. Denn wenn ich das bitte den Gedanken zu Ende führen darf, es ist ja tatsächlich so, dass in China eben große Wachstumsraten der Wirtschaft einhergehen mit einer Wirtschaft, die noch überwiegend in Staatshand ist. Also noch 80% der Unternehmen sind in öffentlich-rechtlichem Eigentum. Das ist das Erstaunliche. Genau, das ist das Erstaunliche, aber trotzdem haben Unternehmer, die eben sich frei betätigen wollen, dazu die Chance auf Märkten eben aktiv zu werden. Und dieses System ist eben für mich ungeheuer interessant. Und deswegen Wie würdest du das charakterisieren als geplante Marktwirtschaft oder wie könnte man das am ehesten? Ja, wie könnte man das? Man könnte das vielleicht, das klingt jetzt natürlich erstmal also etwas paradox, aber ist eine Art marktwirtschaftlicher Sozialismus. Mhm. Das klingt erstmal also wie ein Paradox, aber es ist keines. Denn Sozialismus bedeutet ja erstmal nur für mich also hauptsächlich Eigentumsfrage. Und in China sind ja der Großteil der Unternehmen ist ja eben nicht in privatwirtschaftlicher Hand. Und dass man eben die Betätigung auf Märkten verbietet, das war so eine Idee letzten Endes des Sowjetkommunismus, ja. Die aber gescheitert ist. Aber es könnte sich hier eine neue Art von Sozialismus meines Erachtens entwickeln. Da gibt es ja auch Spezialisten wie der Sinologe Professor Harro von Senger, die dazu publiziert haben. Mhm. Und ich finde es halt wichtig, dass wir auch hier mit der Artikelserie von Thorsten Thomsen mal den Blick auf dieses erwachende Reich der Mitte legen. Der Aufstieg des Roten Drachen. Der Aufstieg des Roten Drachen heißt die Serie. Ja. Und ich glaube, dass man das also gar nicht hoch genug bewerten kann, was dort gerade passiert. Deswegen finde ich das sehr spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen. Von Kritikern wird natürlich eingewandt, dass es zwar alles schön und gut ist, man hat hier auf der einen Seite den Staat als Akteur, man hat einen hohen Anteil an Staatseigentum, trotzdem eine marktwirtschaftliche Betätigung, wie du es gerade beschrieben hast, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine ziemlich große Rücksichtslosigkeit, hat man auch den Eindruck gegenüber den Menschen und aber auch gegenüber der Umwelt. Wie schätzt du das ein? Sind die Chinesen, wie man ihnen ja nachsagt, so langfristig denken, dass sie sagen, wir schauen jetzt erstmal, dass wir die US-amerikanische Hegemonie brechen und dann kümmern wir uns um die anderen Fragen? Also ich will jetzt erstmal dir natürlich recht geben, dass es dort also immer noch sicherlich teilweise haarsträubende Arbeitsbedingungen gibt, teilweise wie im Frühkapitalismus und dass natürlich auch viele Umweltschäden entstehen. Aber ich glaube, dass wir trotzdem froh sein können, dass die KP Chinas die Probleme noch relativ gut gelöst bekommt. Denn wenn wir dort die gleichen Probleme hätten wie in China, wie in Afrika, bei so einem großen Volk, das würde die ganze Welt anders aussehen. Das muss uns natürlich auch klar sein. Und China löst seine Entwicklungsprobleme eben selbst. Und ja, es gibt also diese langfristige Perspektive, zumindest wenn man dem schon von mir zitierten Professor Harro von Senger eben Glauben schenken darf, da gibt es dort also Planungen, die bis eben zur Mitte des Jahrhunderts reichen. Man wird sehen, ob das gut gehen kann. Dort gibt es eben sehr viele staatlich gelenkte Investitionen in einem unfassbar hohen Ausmaß. Mhm. China ist in den letzten 20 Jahren stärker gewachsen als das Deutsche Kaiserreich in seiner Gründungsphase zu Ende des 19. Jahrhunderts. Aber natürlich ist es ein Experiment mit offenem Ausgang und es hat auch seine Schattenseiten. Ich finde es auch sehr interessant, dass im letzten Teil
dieser China-Serie jetzt als Thorsten Thomsen auf die brisanten geopolitischen Fragen. Genau, es geht ja nicht nur um die wirtschaftspolitischen Dinge, sondern auch um die militärischen Fragen letztlich. Genau, und zwar, also das ist ja ein Brennpunkt jetzt, ein geopolitischer Brennpunkt, der ein bisschen durch Ukraine und Syrien in den Hintergrund gerückt ist, der aber dennoch sehr brisant ist. Es geht also um diese Erdaufschüttungen an den Spratly-Inseln. Das ist also ein kleines Inselarchipel in der Nähe der Philippinen, diese Erdaufschüttungen, die durch also China vorgenommen werden. Und diese Spratly-Inseln sind ja auch so ein neuralgischer Punkt. Das ist sozusagen ein Flaschenhals im südchinesischen Meer. Und das südchinesische Meer ist wiederum sozusagen der Punkt, durch den man durch muss, wenn man von dem Westpazifik eben in den Indischen Ozean kommen will. Und Thorsten Thomsen beleuchtet eben diese ganzen geopolitischen Konflikte, die daraus entstehen könnten. Denn man sieht ja, dass die USA also den möglichen Verlust ihrer totalen maritimen Herrschaft nicht hinzunehmen bereit sind und also ständig eben mit Aufklärungsflugzeugen diese Erdaufschüttungen, die dort vorgenommen werden, begleiten. Und dass die USA sehr, sehr, sehr nervös geworden sind, weil man nämlich mittlerweile realisiert hat, das war ja immer, die USA waren ja immer die Sea Power, dass man eben diese totale Sea Power einfach verlieren wird, wenn China jetzt seine Flotte ausbaut. Und China sagt ja, seine Strategie sei nicht auf Expansion gerichtet, sondern beschreiben das als aktiv-defensiv, indem sie sagen, wir wollen einfach in unserem Bereich den Einfluss einer raumfremden Macht, wie Carl Schmitt sagen würde. Wird ja auch zitiert von Thorsten Thomsen. Genau, das wollen wir eben zurückdrängen. Und die USA ihrerseits versuchen also bestehende Nationalitätenkonflikte natürlich anzuheizen und auszunutzen, um da sozusagen den Fuß in der Tür drin zu halten und quasi ihre Hegemonie zu bewahren. Aber ich glaube, also da führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass das zu einem offenen Konflikt auch führen kann und wahrscheinlich auch führen wird zwischen den USA und China. Wer ist denn bei dieser, oder welche Staaten sind dann, wir sprachen von den BRICS-Staaten zum Beispiel, wer wäre denn da noch zu nennen? Wir haben jetzt Russland genannt, wir haben China genannt, es entsteht eine neue multipolare Weltordnung. Genau, es entsteht eine neue multipolare Weltordnung. Sicherlich natürlich auch ganz wichtig wird Indien werden, die eben auch eine zunehmend wichtige Rolle spielen, auch in den aufstrebenden Industrien, also EDV. Es spielt eine Rolle Brasilien. Also Lateinamerika ist mittlerweile sehr viel mehr als nur der Hinterhof der Vereinigten Staaten. Und ich glaube eben, dass die BRICS-Staaten eben im Grunde genommen die große Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhunderts sind und für Deutschland besonders wichtig sind. Mhm. Weil unsere Wirtschaftstradition ist ja nicht angelsächsisch, das heißt nur finanzkapitalistisch geprägt. Unsere Wirtschaftstradition ist sozusagen auf Güterproduktion, auf Industrie ausgerichtet. Und für uns sind die großen Länder mit großen Bevölkerungen eigentlich interessant, wo wir auch punkten können mit überlegener Technik, die auch diese Technik von uns brauchen und mit denen wir dann auch wirklich Freundschaft auf Augenhöhe gewinnen können, weil man sich eben gut ergänzt. Auch letztlich natürlich, um Souveränität wieder zurückzugewinnen. Genau. Womit wir dann eigentlich schön überleiten können zum nächsten Thema. So ist es. Ein hochinteressanter Artikel von Jürgen Gansel. Von Jürgen Gansel. Genau, da kannst du vielleicht gerade mal vorblättern. Da schauen wir mal. Landesverrat wird zur Staatsaffäre. Genau. Heißt es hier. Und da geht es natürlich um den NSA-BND-Skandal. Ganz ehrlich, im Grunde genommen ist es ja so, wir waren ja nicht sehr überrascht über diese Enthüllung. Also, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht souverän ist und im Grunde genommen ihre eigene Bevölkerung bespitzelt und B, auch noch im Auftrag der USA letztlich, nämlich des NSA, dann auch noch Freunde bespitzelt, das kommt jetzt nicht sehr überraschend, aber für die bundesdeutsche Öffentlichkeit war es doch ein harter Schlag, diese Erkenntnis. Hast du was dazu sagen? Ja, natürlich, gerne. Also man muss natürlich mittlerweile schon sagen, dass wir hier, also auch wie Jürgen Gansel das ganz richtig in dem Artikel ausführt, dass wir mittlerweile in einem tiefen Staat leben. Ja, der tiefe Staat. Der tiefe Staat. Also es werden an der Oberfläche werden scheinbar demokratische Prozesse noch abgehalten. Aber in der Tiefe haben wir dann ein Netzwerk von Geheimdiensten. Das kommt immer wieder ans Tageslicht, weil auch diese Geheimdienste immer wieder Fehler machen. Ja. NSU-Affäre wäre ja auch zu nennen.
Genau, das und ich meine, die neue Qualität, und das beschreibt Jürgen Gansel ja sehr gut, ist ja eben, dass jetzt eben der BND sich dazu hergegeben hat, andere europäische Staaten, die bei uns ja als angeblich Verbündete gelten, und auch sogar die eigene deutsche Wirtschaft im Auftrag des BND auszuforschen. Und er hat ja auch, Jürgen Gansel nimmt hier Bezug eben auf den Historiker Foschepoth. Josef Foschepoth aus Freiburg. Genau, aus Freiburg. Der eben ja auch ganz klar nachweist, dass er dieses Souveränitätsdefizit natürlich tatsächlich noch auf altes Besatzungsrecht zurückgeht. Ich darf gerade mal mit einem Zitat das untermauern. Die Überwachung war fester Bestandteil einer imperialen Politik, die dazu diente, die Vormachtstellung der USA im westlichen Bündnis zu stabilisieren. Also erst ging es quasi um die Überwachung Deutschlands, um einer neuen Gefahr, die von Deutschland irgendwann mal ausgehen könnte, aus deren Sicht vorzubeugen. Und später dann hat man Deutschland gebraucht in der Auseinandersetzung, also mit dem Ostblock im Kalten Krieg. Genau. Und jetzt in der Verlängerung geht es im Grunde genommen um die Zementierung dieses imperialen Anspruchs letztlich der USA im westlichen Bündnis. Genau, aber was ich halt interessant finde, dass so ein Historiker wie Josef Foschepoth eben dann auch ganz klar darlegt, dass eben die ganzen Vorbehalte der NPD bezüglich des verfassungsrechtlichen Statuses der Bundesrepublik Deutschland eben sehr begründet waren und eben nicht nur irgendwelche Ideen oder Verschwörungstheorien, dass wir eben keine Paranoiker sind, sondern dass wir eben immer Recht daran getan haben, einen Friedensvertrag für unser Land einzufordern. Denn es ist tatsächlich so, dass diese umfassende Ausforschung, dass man sagen kann, der BND macht den Dienstleister für die drei Geheimdienste der Westalliierten und gibt da wirklich alles weiter, was man da hat, dass dieser Status im Grunde genommen schon im Besatzungsrecht festgeschrieben wurde und teilweise dann ja mit Verträgen wie mit Zusatzverträgen im Jahr 1968 noch weiter vertieft wurde, wo man sich eben auch darauf geeinigt hat, dass die Bundesrepublik Deutschland eben Daten weiterzugeben hat und dass wir deswegen also eigentlich in einem Zustand also immer noch, muss man sagen, der totalen nationalen Deklassierung leben. Des Vasallentums, des nationalen Vasallentums. Was eben auch durch den 2+4-Vertrag letztlich nicht abgelegt wurde. Richtig. Wo man sich natürlich, die Völkerrechtler werden sich darüber streiten, ob der 2+4-Vertrag quasi einen Friedensvertrag darstellt und ersetzt. Aber jedenfalls inhaltlich war das kein Friedensvertrag, der uns die volle Souveränität eingebracht hätte, sondern hier wurden die alliierten Vorbehaltsrechte quasi verlängert und bestätigt. Genau. Ja, wir haben keine Souveränität erlangt. Also insofern war das eine Augenauswischerei gegenüber dem deutschen Volk, die da vorgenommen wurde. Ja. Und man sieht ja jetzt, was auch alles ans Tageslicht kommt. Und das, ich meine, das ist natürlich schon also eigentlich unfassbar. Man sieht eben auch, also Angela Merkel ist im Grunde genommen wirklich nur die Statthalterin fremder Mächte. Das muss man also ganz klar mal in der Deutlichkeit feststellen. Und im Untergrund, aber es ist schon relativ offen, dass im Grunde genommen die Geheimdienste regieren. Und das alles vor demokratischer Fassade. Ja. Man kann jetzt mittlerweile niemanden mehr als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, nach all diesen Enthüllungen. Der so etwas ausdrückt, dass tatsächlich hier mit Lügen und Spionage regiert wird, aber nicht mit demokratischen Prozessen. Ausspähen unter Freunden, hat sie gesagt, geht gar nicht. Ja. Glaube ich, vor der Bundestagswahl gesagt. Genau. Das stellte sich dann hinterher als Makulatur heraus. Es wurde dann auch noch mal was aus der Trickkiste gezogen. Es hieß, es gäbe ein No-Spy-Abkommen mittlerweile oder das stünde im Raum mit den USA. Es stellte sich dann raus, dass das gar nicht stimmt. Die USA halten es gar nicht für nötig, im Grunde genommen darüber auch nur zu reden. Also da ist auch bis auf Weiteres mit der politischen Nomenklatur, die wir hier haben, keine Änderung zu erwarten, oder? Ja, natürlich. Also da sind sich eigentlich alle einig. Wie gesagt, Angela Merkel ist das Schoßhündchen im Grunde genommen letzten Endes doch der Westalliierten und der Geheimdienste. Das muss man so hart sagen. Und es wird ja auch nicht jetzt letzten Endes, diese ganzen Enthüllungen haben ja jetzt nicht dazu geführt, dass man mal wirklich das transatlantische Verhältnis überdenken würde.
Und ich meine schon, dass die Souveränitätsfrage tatsächlich nur von unverbrauchten politischen Kräften dann irgendwann gestellt werden kann. Denn es ist ganz klar, dass man sich arrangiert hat. Ja. Ich meine, gut, man muss fairerweise sagen, ich meine, die einzige Partei, die ja nochmal im Bundestag das Wort Landesverrat in den Mund nimmt in diesem Zusammenhang, sind die Linken. Richtig. Die aber sehr widersprüchlich ansonsten argumentieren in der Souveränitätsfrage. Und ich habe auch ganz ehrlich gesagt das Gefühl, dass manchmal solche Einwürfe von Gregor Gysi letzten Endes doch darauf zielen, er ist ja clever, dass er halt ein bisschen am rechten Rand auch die Stimmen fangen will. Natürlich, weil dass ein Riesenprotestpotenzial da ist. Und die nimmt ja jeder die Stimmen. Ja, genau. Ja. Unsere Stimmen nimmt jeder gerne. Genau. Aber ja, dann die entsprechende Politik zu betreiben. Letztlich muss man ja sehen, dass die politische Linke in Deutschland die Souveränität der Völker auch schleifen will. Genau. Und deshalb ist das natürlich ein bisschen zweifelhaft, wenn er das thematisiert. Nichtsdestotrotz kommen da schon ab und zu mal Dinge zur Sprache, wie man sie natürlich aus den Reihen der CDU nicht vernehmen kann. Ja, letztlich ist die Souveränitätsfrage auch eine Frage für die Friedenswahrung. Genau. Für die Friedenswahrung in Europa. Politische Kräfte in Deutschland, wie jetzt die AfD beispielsweise, haben sich jetzt immerhin dazu durchgerungen, dass sie diese einseitige Westbindung in Frage stellen. Aber man will auch gleichzeitig mit der NATO und den USA nicht brechen. Hältst du das für eine realistische Sichtweise letztlich? Nein, ganz klar nicht. Also entweder, ich meine also schon, dass sich hier Deutschland klar entscheiden muss in der Frage der Westbindung. Und man kann in der NATO nicht mehr bleiben, wenn man nationale Souveränität haben möchte. Vor allen Dingen werden wir durch die NATO in so viele unnötige Konflikte hineingezwungen. Ja. Zum Beispiel, was wir jetzt beispielsweise auch keine Freiheiten mehr haben im Ukraine-Konflikt, tragischerweise, ja. Weil wir ja letzten Endes in der Bündnispflicht sind. Und deswegen muss ich also ganz klar sagen, dass ich das also die ganzen Punkte, die dann von AfD-Spitzenpolitikern da aufgezählt werden, dass das schon ein Kurs des Herumeierns ist. Und ich mal glaube, dass die NPD eben mit ihrer Forderung nach Austritt aus der NATO da halt genau richtig liegt. Denn entweder man ist eben Mitglied in diesem Bündnis mit allen Verpflichtungen, die das mit sich bringt, oder man macht eben wirklich eine unabhängige Politik von einer dritten Position der nationalen Souveränität aus Deutschland als Land der Mitte, das dann auch wirklich wieder glaubwürdig die Mittlerrolle einnehmen kann. Also ähnlich wie die Schweiz. Als Schweiz, ehrlicher ja. Makler, damit sind ja. wir immer gut gefahren, schon zu Bismarcks Zeiten, aber eben auch als ein Land, das sich eben nicht so genau irgendeinem Ost- oder am Westblock zurechnen lässt. So hat das Olaf Rose im letzten DSTV-Gespräch auch charakterisiert. Kommen wir zum Abschluss vielleicht der geopolitischen Debatte und gleichzeitig einen Ausblick auf die nächste Ausgabe, die August-Ausgabe der Deutschen Stimme. Wir haben also in dieser Ausgabe noch einen Beitrag über diese Delegationsreise nach Syrien seitens der APF, der Alliance for Peace and Freedom. Das ist ja ein Zusammenschluss europäischer patriotischer Parteien, die also eine Reise unternommen haben Anfang Juni nach Syrien, in verschiedene Gebiete, unter anderem dann auch nach Damaskus. Man hat sich dort mit Vertretern der regierenden Baas-Partei getroffen, mit Vertretern der einer oppositionellen Partei, der SSNP. Wie schätzt du das ein? Auch hier wird ja im Grunde genommen diese fatale Rolle des westlichen Bündnisses deutlich. Genau. Auch jetzt sogar in Verbindung mit dem fundamentalistischen Islam, mit dem Wahhabismus und mit dem Islamischen Staat. Und das ist also Thema in dieser Ausgabe der Deutschen Stimme und wird dann in der nächsten Ausgabe nochmal etwas vertieft mit zwei Interviews, die wir also mit zwei interessanten Gesprächspartnern aus Syrien geführt haben. Kannst du uns noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu diesem Konflikt geben? Ja, also ich denke, es war auf jeden Fall eine sehr wichtige und hervorragende
Aktion, dass eben eine Delegation der Alliance for Peace and Freedom eben da nach Syrien gefahren ist, um sich selber ein Bild zu machen, dass man dort mit Gesprächspartnern vor Ort spricht. Mit dabei Udo Vogt. Mit dabei Udo Vogt, unser Europaabgeordneter. Mit dabei eben auch das die Parteivorstandsmitglieder Florian Stein und Jens Püser. Mhm. Und genau, also ich glaube auch, dass eine entscheidende Schlacht für Europa jetzt in Syrien geschlagen wird, vielleicht sogar die allerentscheidendste. Ja. Denn der Vormarsch des Islamischen Staates muss hier gestoppt werden, sonst werden hier auch bald in Europa letzten Endes viel mehr Attentate passieren. Und man sieht, wie absolut verheerend letzten Endes sich das erweist, was der Westen seit mehr als 10 Jahren da macht. Also der vorgeblich demokratische Revolutionär George Bush Senior, der also den ganzen Krisenbogen, also vom Irak letzten Endes schon dann bis hoch irgendwie nach Nordafrika in Brand gesetzt hat. Mhm. Ist erstmal der Irak zerfallen, dann Libyen. Da hat man nicht aus diesen Erfahrungen gelernt. Dann wurde dieser Papiertiger namens Freie Syrische Armee ab 2011 mit westlichen Geldern hochgezüchtet. Und man beachte dann diese völlig irre Koalitionenbildung, die sich dann ergeben hat. Und niemand wurde angeblich misstrauisch. Also die Freie Syrische Armee, das waren ja alles angeblich Demokraten reinsten Wassers. Die haben dann koaliert, also mit der islamistischen Al-Nusra-Front. Ja. Also das ist eben eine ebenso radikal islamistische Organisation wie der Islamische Staat. Zusammen gegen den legitimen Präsidenten Assad. Und hier zeigt sich schon, dass hier die Geheimdienste meines Erachtens, beziehungsweise der Westen, letzten Endes versucht hat, einen Staat auseinanderzunehmen, der... Die besten Verbündeten der USA wie Saudi-Arabien und Türkei spielen natürlich auch mit bei diesem Spiel. Also letztlich wird der Islamismus dort hochgezüchtet, um Syrien zu destabilisieren. Das Ganze löst Flüchtlingsströme aus. Genau. Das wiederum hat immense Auswirkungen auf Europa, weil wir hier im Grunde genommen mitten in einer neuen Völkerwanderung uns befinden. Und auch das ist wieder im US-amerikanischen Interesse, denn es destabilisiert Europa natürlich. Ganz genau. Es ist wirklich also ein abgefallenes Spiel, muss man schon sagen, weil du hast es ja ganz richtig gesagt. Wir haben jetzt mittlerweile Szenarien, wie sie der französische Romancier Jean Raspail in seinem berühmten, also dystopischen Roman, ja, Das Heerlager der Heiligen, ja schon beschrieben hat im Jahr 1973, wo dann eben auch tatsächlich auch diese Flüchtlingsschiffe an den Küsten Europas anlanden und die Völker Europas, die werden mürbe gemacht durch eine scheinbar humanitäre Propaganda, ja, die aber die totale Aufgabe des eigenen predigt. Und genau das ist das. Die Leute, also die Drahtzieher, dieser Krieger, also die dann vor allen Dingen letzten Endes in auch die angelsächsischen Länder, die sind ja, insbesondere die USA, sind ja nicht von diesen Flüchtlingsströmen betroffen. Nee, das ist ja das Drama, dass man letzten Endes unser Land dann mit destabilisiert, dass man Europa mit destabilisiert. Und es ist ja, es muss ja mehr dahinter stecken als eine vernünftige Politik. Denn ich denke, einen besseren Partner auch aus europäischer Sicht als die Regierung Assad hätte man sich nicht wünschen können. Es war schon ein für arabische Verhältnisse eine sehr säkulare Staatsform, eben wo Frauen in der Armee dienen konnten. Genau. Man muss auch sagen, dass Syrien ist ja noch ein religiös sehr plurales Land, wahrscheinlich bald nicht mehr, oder beziehungsweise jetzt durch in den Gebieten, in denen der Islamische Staat jetzt mordet und massakriert, natürlich nicht mehr. Aber die Regierung Assad hat eben noch religiöse Minderheiten dort, wie die Christen und die Drusen, wirklich geschützt. Dort gab es uralte religiöse Heiligtümer, großartige kulturelle Stätten, die zum Welterbe der Menschheit gehören, genau, und die jetzt zerstört werden. Und man muss immer fragen, wer hat das alles zugelassen? Man hat also einen stabilen Staat, der letzten Endes schon säkular nationalistisch ausgerichtet war, letzten Endes jetzt also in einen Bürgerkrieg gestürzt. Einfach nur deswegen meines Erachtens, weil man nicht damit leben konnte, dass dort eben doch noch irgendwo letzten Endes eine nationalistische Regierung die Geschicke eines so wichtigen Landes wie Syrien gelenkt hat. Ja, also sehr wichtige Erkenntnisse, die wir aus dieser Reise letztlich gewinnen konnten. Nicht nur geopolitisch, nicht nur außenpolitisch, auch innenpolitisch übrigens. Beispielsweise hat das Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche eine ganz klare Botschaft auch der Delegation mit auf den Weg gegeben, nämlich, dass die
dass die Christen in Syrien kein Interesse daran haben, dass also Flüchtlingsmassen Europa bestürmen, sondern dass sie diese Menschen einmal natürlich im Kampf brauchen gegen diese unglaubliche Entwicklung letztlich, die also für die Christen in Syrien natürlich verheerend sein wird, wenn dort die Islamisten das Ruder übernehmen. Und zum anderen natürlich auch eines Tages und hoffentlich nicht allzu fernen Tages für den Wiederaufbau in ihrem Land. Und das sollte vielleicht auch mal so den Gutmenschen in der Bundesrepublik zu denken geben, dass man also mit der bereitwilligsten Aufnahme von sogenannten Flüchtlingen, also den Ländern, in denen ja Millionen von Menschen zurückbleiben müssen, weil sie diese Möglichkeiten gar nicht haben, hierher zu kommen unter Umständen, dass man denen damit keinen Gefallen tut. Genau, das hatte ich mit einem Gespräch mit Udo Vogt auch noch erörtert, dass also er sich auch mit einem Geistlichen der armenisch-orthodoxen Kirche da unterhalten hatte und der eben genau das Gleiche gesagt hat, dass man versucht eben die Gemeinden, die Gläubigen dann noch in Syrien zu halten, damit eben das Christentum im Nahen Osten natürlich auch nicht ausstirbt. Genau. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat also dieses kleine Gespräch vielleicht etwas Lust darauf gemacht, in die gerade aktuelle Ausgabe der Deutschen Stimme hineinzuschauen und sich vielleicht auch in die nächste Ausgabe der Deutschen Stimme zu besorgen. Und ich hoffe, Sie bleiben unserer Zeitung treu und gewogen. Ich hoffe, Sie bleiben kritisch. Wir werden weiterhin versuchen, eben wirklich die andere Meinung zu sein, die eben auch mal die Dinge reflektiert und beleuchtet, die sonst von den großen Medien nicht so beleuchtet werden. Und wir wünschen Ihnen noch eine gute Zeit.